wieder den Surprise, Motherfucker. Oh Gott! Du kannst mich doch nicht einfach so erschrecken, Mensch. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zur 12. Folge. Ja, wir haben jetzt 12 Folgen erreicht zu Fallout 4 in VR. Ich freue mich sehr, heute wieder ein bisschen mit Claire arbeiten zu können, denn ich denke mal, heute geht's rund. Wir gehen jetzt zu der Mission zur Bruderschaft, die uns angeboten wird. Ich denke mal, Corvega heißt der Ort. Und ich denke, das wird richtig heftig. Hoffe ich doch zumindest. Ich hoffe, ihr folgt noch weiterhin diese aufregende Reihe, bevor wir irgendwann mal, denke ich mal, was Neues ausprobieren werden. Ich habe da schon was im Petto, aber erstmal wollen wir das Ödland unsicher machen. Seid ihr dabei? Los geht's. So, wieder zurück. Hallo? Ist jemand zu Hause? Welcome Guten back. Abend. I've got another mission. Private Fox meldet sich zurück zum Dienst. Ready. Hoppala. Tut mir leid. Dance? I've got a mission for you, when you're ready. Ready. Outstanding. Over the years, the Brotherhood has sent several recon teams to the Commonwealth. The last squad went in 3 years ago. They never reported back. Officially, they're missing, presumed dead. Erstmal entschuldige ich mich. I'm sorry. Sehr traurig. Everyone who signs up for a recon mission knows what to expect. Our lives depend on our training and on each other. And if we should fall, the Brotherhood will honor our memory. We have a responsibility to find out what happened to them, if we can. Okay, wo sollen wir beginnen? Where should I begin? Their insertion point was in the hills near Malden. Survey the area and establish a search pattern. Monitor your radio for distress signals. All recon teams are issued distress pulsers that put out a short-range homing beacon. If you can acquire a signal, you should be able to trace it to its source. Da könnten wir gleich mal was ausprobieren. Was hält Claire eigentlich von diesem Paladin? Wie würden wir ihn beschreiben? Give me an analysis. Okay, give me the variables. Lawful, male, human... Oh, shit. Human... Lawful, male, human, ally from the Brotherhood. Calculating. According to my analysis, this being has an 80% trustful status. Given variables gives him a moderate sympathy score. I like him. He seems to be sympathetic. Claire mag ihn. Okay, für ein Brotherhood. Was hält sie von ihm? I hope this means you finally got the guts to clear out another location. Dich mag ich nicht. I'm ready. Good answer. Here's the data on the location. Don't come back until the op's done. Give me an analysis. Give me an analysis. Okay, give me the variables. Root, male, human, ally from the Brotherhood. Calculating. According to my analysis, this being has a 61% trustful status. Given variables gives him an irrelevant sympathy score. I am sorry. I don't care of this kind of being. I don't care it too. Falsch gesagt, I don't care too. Aber was ist mit ihr? Scheint eine intelligente junge Dame zu sein. Give me analysis. Okay, give me the variables. Intelligent female human ally from the Brotherhood. Calculating.
According to my analysis, you can rely on her to 85%. Given variables gives her a moderate sympathy score. So an sich scheint Claire kein Problem mit den Leuten zu haben. Das ist schon mal sehr gut. Okay, wo müssen wir hin? Ich möchte das Ganze analysieren, wieder mal nicht zugehört. Aber wir gehen erstmal nach Corvega, würde ich sagen. Ja, das ist nämlich auch eins unserer Aufgaben. Gut, let's do this. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, ob wir eigentlich die richtige Reihenfolge angehen. Das ist für mein Gefühl her immer noch ein bisschen hin und her. Aber ich meine, Corvega ist gleich um die Ecke und deswegen machen wir das jetzt auch schnell. Immerhin habe ich das angekündigt, das anzugehen. Aber so richtig die Reihenfolge, ich weiß nicht, Leute. Bin da ein bisschen skeptisch. Vielleicht liegt es auch an mir. Corvega scheint aber eine recht interessante Anlaufstelle zu sein, wenn man Ärger sucht. Und wenn man Waffen ausprobieren möchte. Deswegen, let's do this, let's fucking do this, Corvega. Wurden wir schon entdeckt? Ja, wir wurden schon entdeckt. Super, Alex. Ganz toll. Das nennt man Aufklärungsteam. Erstmal die Geschütze. Nummer 1. Na, komm schon, der nächste. Die Waffe gefällt mir. Fuck, bist du schnell. Brenn, burn, bitch, burn. Sollen sie ruhig wissen, dass ich komme. Das Problem ist, ich sehe mit der Waffe nicht meinen Energiestatus. Und auch nicht die aktuelle Munition. Aber no risk, no fun. Geben Sie mir die Munition, bitte. Danke. Aber ich würde trotzdem nicht direkt durch den Hauptgang durch. Sondern wir nehmen den unteren Weg, würde ich sagen. Hier ist nämlich auch noch ein Weg. Soweit ich weiß. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Oh Mann. Oh Mann, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Viel zu viele, Ghule. Gehen Sie fort. Oh Gott, was habe ich nur angerichtet? Viel zu viele Ghule. Zombie, keine Arme. Ja. Lieber Arm dran als Arm ab. So. Zurück zum eigentlichen Business. Wie kommen wir da rein? Jeder weiß Bescheid, dass ich komme. Nicht gerade die schlauste Art, da einzudringen. Aber jetzt ist auch egal. Interessant. Keine Ahnung, was dieses Symbol bedeutet. Aber das scheint wohl richtig gewesen zu sein. Hallo.
Ba-ba-ba. Badass. Tracking. Schlechter Zeitpunkt. Ich komme. Na, hier hätten wir... Was? Welcome to Repco Industries. Termlink, Lexington. Lexington is ours. Fuck yeah, wiped out the ghoul swarm without losing anybody. George is setting us up in the big car factory for now. Apartment. Swept through a town again today. Grizzle and I each took teams and flushed some of the ghoul stragglers out of a block of apartments. Already got my eye on the nice one at the top of the building. Been wanting a place with a view for a while now. Need another turret. I asked Jared for another turret down here. He says he's working out on it. But I ain't convinced. He ain't just blowing me off so he can get back to playing with his scams. We need another turret. This pipe access into Lexington has been great for up so far. But if we don't defend it properly, it might as well be an open invitation for everyone looking to get in. Das ist richtig. Habe ich es auch so empfunden als Einladung, deswegen bin ich hier. Grizzle and the boys almost got us killed the other day drinking down here. Down here, making all sorts of noises and bunch of ghouls didn't want to miss the party and stumble in through the pipe. Luckily the boys can hold their liquor and we are able to still shoot straight. Jared, still haven't gotten our other turret down here. Jared needs to get his head out of this ass. His ass. He's been pouring way too much time and caps into trying to figure out this side thing. When what we need to be doing is security displays. Side thing. I'm going to go talk to him. Grizzle says I'm just going to make him mad. But someone has to make him see reason. Was das? Ah. Das ist nix. Okay. Ja. Den Turret haben sie bekommen. Aber gebracht hat's denen nichts. Okay. Das ist wahrscheinlich oben, oder? Wow, beruhig dich. Okay. Die Ein-Mann-Armee kommt. Macht euch bereit. Ach du Scheiße, sind es viele. Okay. Das sollten wir hinbekommen. Schön ins Gesicht. Mal gucken, wie viel Munition ich habe. Genügend. Laut Radar direkt vor uns zwei Stück. Wie wär's, wenn ich das Licht ausmache? Dass wir hier ein bisschen unentdeckt uns fortbewegen. Nur weil sie wissen, dass ich komme, müssen sie mich nicht sehen. Eine Kernbox. Ich hoffe, da ist was Nützliches drin. That's it. Ah, cool. Geh weg, Ghost! Schön den Kopf nach unten. Mann, Ghost, beruhig dich. Ich weiß, du bist aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. D.
Leute, hallo! Und ein Geschützturm. Bis jetzt läuft doch alles gut. Ich kann mich nicht beklagen. Mann, bist du laut. Was? Oh, 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 oh. Oh Gott, Gule. This is bullshit. Ziemlicher Bullshit. Ja, die Waffe gefällt mir. Easy to kill. Wow, 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 wow. Bravo, Ghost. Gut gemacht. Du korrigierst meine Fehler. Entweder ich treffe nicht. Wenn ich nicht treffe, dann beißt du zu. Das nennt man Teamarbeit. Ganz ruhig. Yes, Bleistifte. Wie kann man sich nur so sehr auf Bleistifte freuen? Denn wie der Name schon impliziert, ist Blei drin. Ein Blei ist Munition. Stimpaks begrüßen wir auch immer wieder gerne. Alle direkt vor uns. Dieser Loser. Sagt der Loser, der nicht mehr trifft. Also entweder sie sind schwerhörig oder ich bin sehr gut im Schleichen. Eins von beiden. Nice. Ups. Eine Kibuki-Maske. Ich bin da sehr vorsichtig. Oh nein. Drecksäffchen. Ohne mich, nicht mit mir. Ich mag diese Affen nicht. Aber dafür mehr Bleistifte. Oha! Was haben wir denn hier? Fallen. Ohne mich. Da geht's raus, okay. Das wäre wahrscheinlich jetzt der normale Eingang gewesen. Ekelhafte Toiletten. Da müssen wir nicht unbedingt rein. Noch ein Bleistift vielleicht? Hätten Sie mir noch einen Bleistift? Nope.
Nehmen wir wieder den... Surprise, Motherfucker! Oh Gott! Du kannst dich doch nicht einfach so erschrecken, Mensch! Bin mir sicher, du hast dich mehr erschreckt als ich. Mit deinem Halloween-Outfit. Zum Glück sind Raider nicht wirklich die hellsten. Und auch nicht die schnellsten. Was ist? Oh Gott! Gut gemacht, Ghost. Immer wieder eine Freude mit dir. Das war ein Legendary, oder? Ja. Der Widerstand hält sich in Grenzen. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ghost, nein, nicht rein! Komm zurück. Haben wir jetzt nicht gerechnet. Idioten, ihr wisst nicht von wo. Nummer 1. Ghost, guck mich nicht so an, ich muss mich konzentrieren. Ja, brav. Und das Geschütz noch. Okay, wo ist das nächste Geschütz? Ah, kurz aufstehen. Es müsste da oben sein, schätze ich. Gegner sind noch zu verzeichnen. Wir gehen jetzt einfach mal. Da ist ein fucking Geschütz. Ein Geschütz kann man nicht täuschen. Das ist... Habe ich das Gefühl, das ist viel zu einfach. Ist da vielleicht nukleares Material drin? Ich weiß es nicht. Keep... Oh, hallo. Ich dachte, es geht los, ein bisschen rumzustreunern. Hm, komm schon. Yes. Aha, aha, aha. Ja, okay. Okay. Ging jetzt. Hm. Ah, okay, da ist der Knopf. Ich dachte schon, ich müsste jetzt hier auf Springsportler machen.
Bin mir nicht sicher, ob das ein Hinterhalt sein könnte. Sicherheitshalber. Nein. Das kann man nicht so. Ich kann auch nicht Ghost da zurücklassen. Hey. Komm. Over here. Geh dahin. Komm. Gut. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ist nichts mehr los an Gegnern. Den Johnny, den hatten wir uns gut aus der Ferne angenommen. Oh, Grognak, der Barbarian. Critical hits with unarmed and melee attacks permanently do plus 5% damage. Das sehen wir doch gerne. Okay, gucken wir mal. Setting up shop. Gunfire is finally quieted down. Supposed it means either Loney and Grizzle wiped out the last of the ghoul or they are currently serving as someone's meal. But now Lexington is secure. I can finally get to work. Stumped. Nothing is working. The old woman. She used to just huff some jet, pop some pills, then she would start babbling. Splitting vision after vision, and they all turn out true. The raiders? Burning the town. Killing the parents, stealing the kids, stealing me. I remember the look in her eyes when she saw my fate. Kid, you are gonna be a monster. All true. If I could get that sort of power, that sight. That sight, jetzt weiß ich, von was die reden. The Commonwealth, the other gangs. No one would have a player, prayer. But nothing's working. Maybe I need to try upping the dosage. I'm gonna need another bucket. Oh man, diese Drogen. Junkies, immer wieder. Subject, it's not the camps. They're just a trigger for the site. It's me. I'm the problem. Wish I would realize it before my arms look like pin cushions, but at least it's a new lead. I need subject. Experiments continue. Still no successes, but the rumor of free camps has brought plenty of new recruits. Ranked are nearly back up to where they were before. We clean out Lexington. Lonnie thinks it's a waste of time, says we need to spend our time building up our defense. But Lonnie doesn't make the decisions. I do. She just seems to be enjoying her new position. Though, maybe another dose of Psycho will get her vision firing. Okay, die haben also die Leute hergelockt, damit er quasi Versuchungen, Experimente an ihnen ausüben konnte. She's here. Crystal says there's a caravan headed this way. Some jerk in a cowboy hat with a laser musket. Three civilians and one frail old woman dressed like a fortune teller. Ja, unser Sanctuary-Bewohner. It's her. I know it's her. I sent Grizzle to collect her. I wonder if she's recognizing me. Of course she will. She saw this coming, after all. Accessing turret. Interessant. Ich frage mich, ob die jetzt gerade in dem Moment unser Sanctuary angreifen, denn ich habe keine Verteidigung aufgebaut. Ach, das schaffen die schon. Und zuerst holen wir uns... Ach, nee. Ja, wird verkauft. Immerhin Geld, Munition und ein bisschen Drogen. Aber mehr gab's ja auch nicht. Okay. Okay, dann wollen wir mal wieder runtergehen. Die meisten müssten wir erledigt haben. Mehr wird es hier nicht geben. Eine große Herausforderung waren sie nicht für mich. Alter, erschreckt ihr mich immer. Also habt ihr doch einen Hinterhalt geplant. Kommen Sie, ja, Ghost, los! Nein! Oder war ich ihm wohl ein bisschen zu voreilig?
aber diesmal weiß ich, dass die Drecksäcke auf mich wartet. Und diesmal komme ich euch zuvor. Der hat wahrscheinlich eine harte Waffe. Ich kann nichts sehen, Mensch. Oh Gott! Mensch, Odin! Nein, ich weiß nicht, Odin. Dreckscheiße. Der hat eine gute Waffe. Ja, rennen, rennen! Und kommen die wieder. Na, den hole ich mir jetzt, den Drecksack. Kommen Sie, kommen Sie. Wo ist denn der Assi schon wieder? Boah. Fuck, 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 fuck. Ernsthaft? Junge! Alter! Ah, diese blöde Kiste! Na also! Wenn jetzt da keine fette Beute ist, dann kotze ich. Ey, richtig aggro hier. Hm. Wo ist der Dude? Da ist der Dude. Der, naja, okay. So, was hast du? Hässlich bist du schon mal. Hm, Kartoffelchips. Chips. Und eine hässliche Pistole. Und die hat mich. Die hat mir so Schwierigkeiten bereitet. Na, immerhin. Was? Wo? Wo kommt ihr alle denn her? Aus irgendwelchen Löchern kommt ihr rausgekrochen. Muss ich jetzt? Nein, ich muss nicht runter. Da waren wir. Ne, da waren wir. Ne, da waren wir. Hallo? Geht lieber freiwillig. Ja, ja, rennen. Der ist ganz alleine wahrscheinlich. Gut, er denkt sich wahrscheinlich, das würde seine Karriere? Caravan. Took down another caravan today. Hell yeah, that makes 3 in 1 month. To top it off, Freddy came by with the good news that another caravan is headed out our way. Says he spotted some guards, but it's mostly civilians. They even got an old boar dressed like a fortune teller and some joker in a cowboy hat. Sanctuary boys and girls. Gonna ask Jared for more men to take this caravan down. That fucking hat is mine! Database is offline. Grizzle, okay. Crystal kann gar nichts. Oh, fuck, Master Lock. No way I could pick this. Oh, Mann. Ja, alles kann ich auch nicht. Kannst du zufällig Schlösser knacken? Nein? Okay, und du? Haben Sie vielleicht einen Schlüssel? Geben Sie mir ihn? Hallo, ich rede mit Ihnen. Fass. Alter, treffe ich nicht? Jetzt treffe ich. Immerhin Munition. So, dann holen wir uns den letzten Dude. Hallo. Ich möchte Ihnen etwas verkaufen. Es ist der Tod und Schmerz. Ja, peinlich. Hat niemand gesehen. So, Schlüssel.
bei Painkillers. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel! Ziemlich enttäuschend. First mistake! Ja, da kommt man einmal raus und dann wird man so begrüßt. Unfreundlich. Sehr unfreundlich. Oh, Joch. Oh, shit. Nein, can't see shit. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Viel zu viele Möglichkeiten. Joch! Übertreib! Musste das sein? Oh, dieses Fiepen! Oh, da oben! Oh, Ghost! Wo ist dieser Köter? Wie ist er da runtergekommen? Oh Mann, in der Dunkelheit zu kämpfen macht keinen Spaß. Mann. Ob wir das schaffen? Ob wir da rauskommen? Ob es hell wird? Ich glaube, das sehen wir uns bei der nächsten Folge an. Oh, ich schwitze schon wieder. So viel Bewegung, so viel Tod. Aber Corvego ist unser. Zumindest fast. Wir müssen jetzt dann noch hoch und die restlichen Biester, Kreaturen, ja, Kreaturen, Biester ist falsch. Viecher erledigen, die wir Raider nennen. Raider. Und dann werden wir sehen, was Paladin Dance noch für uns bereithält. Oh, es wird mir langsam ein bisschen zu heiß hier. Ich glaube, ich muss hier mein Outfit ändern. Aber das reicht auch fürs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns bei den nächsten Folgen von Fallout 4 und schaut auch die anderen Videos. Bis dann, euer Anerl Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.